Was geht ab? Was geht ab? Habt ihr noch Kraft? Geil. Habt ihr noch Kraft? Ja, geil. Fragt euch bestimmt, wo eine Ständer hier steht. Ich wollte einfach alles mitnehmen. Die haben mich gefragt. Ich sagte, ja, brauche ich. Ja. Brauche ich. Benutze ich nicht, aber ich will das. Ich war ein sehr dummes Kind. Wie ihr gerade gehört habt, 3 Jahre Urlesen, wirklich, das ist das Maximum, was ich geben kann. Mehr geht nicht. Ich war ein sehr dummes Kind und ich habe das früh gemerkt. Besonders in der Schule. Ich hatte viele Momente in der Schule, wo ich gemerkt habe, dass ich dumm bin. Ich weiß, ihr kennt das auch. Hört auf damit. Elternsprechtag, das war die Hölle für mich. Ich hatte jedes Mal Angst vom Elternsprechtag, bis mein Kollege Ali zu mir kam und meinte so, du musst einfach nur falsch übersetzen. Also klar. Natürlich. Ehrlich. Ich saß im Elternsprechtaggespräch mit der Lehrerin und meiner Mutter. Ich war so, ja, okay, jetzt legen wir los. Und meine Lehrerin holt so eine Papyrusrolle raus. Liest so alles vor, was ich jemals gemacht hat. Sie fängt an, ich war cool, ich lehne mich zurück. Ich denke, ja, mach ruhig. Sie war fertig, ich drehe mich zu meiner Mutter, ich sage, alles gut. Ich habe einfach 5 Minuten lang vergessen, dass meine Mama Gudrun heißt. Wirklich, die kommt aus Ostfriesland, die ist deutsch, ehrlich. Ohne Spaß. Ich habe noch nie so viel Enttäuschung in einem Blick gesehen. Sie guckt mich so an und sagt so, bist du dumm oder was? Sagt, ich verstehe das besser als du. Da habe ich Panik bekommen, habe so umgeswitcht, war auf einmal auf Englisch. Ich sage, everything okay, really. Ich hatte so einen Kollegen in der Schule. Ich habe ihn gehasst, wirklich. Er hat immer die ersten beiden Stunden geschwänzt und ist immer damit durchgekommen. Ich habe ihn gehasst dafür. Ole hieß er. Wirklich, einmal kam ich zur Schule. Ich komme in den Klassenraum und ich sehe, sein Stuhl steht noch oben. Das war so mein Zeichen für, ich kann machen, was ich will hier. Ich habe mir so einen Fußball von Leon genommen. Ich sage, gib mir den Fußball. Leg mir so den Ball hin und ich sage zu der Klasse, soll ich den Stuhl runterschießen? Und alle so, ja, mach. Ich leg mir den Ball hin, ich schieße den Ball, der Ball fliegt in den Stuhl, prallt ab, fliegt durchs Fenster, so ein kreisrundes Loch im Fenster. Ich habe richtig Panik bekommen. Aber Jacqueline, die kleine Petze, die hat noch mehr Panik bekommen. Wisst ihr, kam so direkt zu mir mit Schnappatmung und sie, Hasan, ich muss das melden. Ich sage, Jacqueline, beruhig dich. Ich sage, hör auf damit, bitte. Ich bin direkt zum Fenster gerannt, ich habe Panik bekommen. Sie kamen direkt hinter mir her, kamen so zu mir auf Augenhöhe. Sie sagten, Assa, mir sind an die Hände gekommen und ich muss das leider melden. Und ich habe gemacht, was jedes dummes Kind gemacht hat. Ich habe so einen Stein genommen, die komplette Fensterscheibe rausgeschlagen. Ich dachte, okay, ich löse das, wie jedes Kind das lösen würde. Den Rest lüge ich einfach weg, gar kein Ding, das klappt schon. Das hat niemand gemerkt, vielleicht weil wir Sommer hatten. Wir hatten Juli, alles gut. Ich dachte, ich komme damit durch, Problem gelöst. Ich habe einfach vergessen, dass irgendwann Winter kommt. Irgendwann im November haben wir eine Klassenarbeit geschrieben. Mein Lehrer läuft so durch den Raum und sagt so, kalt hier, oder? Jacqueline war ready. Ich sag, ja, kalt, es zieht. Eine Schlampe, Alter. Mein Lehrer läuft durch den Raum, niemand in der Klasse schreit mehr. Kein einziger. Sie läuft durch den Raum, irgendwann steht sie so vorm Fenster und guckt so eine halbe Stunde lang durch dieses Fenster. Irgendwann guckt sie so auf ihre Hand. Guck wieder durchs Fenster und schiebt ihre Hand so ganz langsam durch dieses Fenster. Würde ich wie bei so einem schlechten Zaubertrick. Jacqueline war ready, sagt so, ja, folgendes, Frau Kassen, saß er mal. Seit dem Tag habe ich mit Schule abgebrochen. Ich denke, okay, das wird nie was. Ich habe mir trotzdem Mühe gegeben. Ich habe mein Abi geschafft. Vielen Dank. 4-0, ja. Ja. 4-0, macht es nach. Ich hatte den Traum. Und mein Traum, das war BAföG. Bis ich gemerkt habe, es ist gar kein Studiengang. Und ich finde, das sollte man ausschildern, keine Ahnung. Wirklich, ich habe diesen BAföG-Antrag ausgefüllt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe den abgeschickt. Eine Woche später habe ich so einen Antrag. Die wollen alles von dir wissen. Wirklich alles. Die wollten wissen, ob mein 6-jähriger Bruder berufstätig ist. Ich war so, keine Ahnung, wir reden nicht viel. Kann sein. Keine Ahnung. Er wollte zu VW, vielleicht ist er bei VW, ich weiß nicht. Ich habe den abgeschickt. Eine Woche später habe ich den ersten Anruf bekommen. Der erste Anruf kommt. Die BAföG-Tante ruft so bei mir an, sagt so, hallo, Herr Badian, wir brauchen noch die Daten Ihres Vaters. Und ich war so, ja, ich weiß nicht, wo der ist. Sie meinte so, ja, wir brauchen die aber. Ich sage, ja, ich brauche den auch. Dann hat sie was gesagt, das hat alles verändert. Dann meinte sie auf einmal so, okay, dann suchen wir ihn. Ich sage, Jackpot. Ich
perfekt, ich will gar keinen BAföG, bring mir den, das reicht mir. Da kam nach einer Woche später, kam so der nächste Anruf. Wirklich, ich habe mich gefreut, ich gehe an das Telefon. Ich sage, ja. Und diese BAföG-Tante ruft so an und sagt so, hallo, Herr Badian, wir finden Ihren Vater nicht. Ich war so, ja, willkommen im Club, was wollen Sie von mir? Ich auch nicht. Und dann meinte sie, okay, dann suchen wir ihn jetzt über das Einwohnermeldeamt. Ich dachte, Einwohnermeldeamt, damit kommt er niemals durch. Ich dachte, perfekt. Und dann kam der dritte und letzte Anruf. Ich habe lange gewartet. Der dritte und letzte Anruf kam. Ich gehe ans Telefon, ich sage so, ja. Und ich habe direkt gemerkt, irgendwas war anders. Sie hatte auf einmal so einen Vaterkomplex. Aber mit meinem Vater. Und sie ruft an, so, hey, hat er sich bei dir gemeldet? Ich sage, nein. Und ich auf einmal muss ich sie so trösten. Ich sage so, hey, das liegt nicht an dir, der hat nur so viel zu tun. Leute, das war meine Zeit. Vielen, vielen Dank. Das war's von mir. Also hier seht ihr noch zwei tighte, nice Videos von mir. Guckt euch die an, wenn ihr schon hier seid. Warum nicht? Dort geht's in die ARD-Mediathek und hier einmal den Kanal abonnieren. Das war's von mir. Haut rein.